Hier, Doktor. Tumblety soll etwa 5 Fuß 11 groß und ungefähr 55 Jahre alt sein. Außerdem bevorzugt er wohl extravagante Kleidung und hat angeblich eine unverwechselbare Stimme. Er wohnt in Finleys Pension. Sie müssten wissen, wo die Pension ist, weil die Polizei erst gestern dort war. Zur gleichen Zeit ist in einem Nachbargebäude aus unbekannten Gründen Gas ausgetreten. Ach ja, ich weiß, welche Pension Sie meinen. In der Tat, es gab dort einen seltsamen Vorfall mit austretendem Gas. Ziemlich beunruhigend. Wir haben nach einem bekannten Halunken gefahndet, der von Squeeby verraten wurde. Ein Kerl, den wir vor einigen Tagen in Schutzhaft genommen und dadurch vor der aufgebrachten Meute gerettet haben. Dieser Verbrecher, Bluto der Gnadenlose, muss in dem besagten leerstehenden Gebäude gewesen sein. Aber als wir dort eintrafen, fehlte von ihm jede Spur. Ein Inspektor sagte, dass dem Geruch nach zu urteilen, wahrscheinlich die Gasleitung zum Gebäude beschädigt sei. Man wollte kein Risiko eingehen und wir wurden schließlich woanders hingeschickt. Ich verabschiede mich, Humphreys. Auf Wiedersehen, Doktor. So, ich glaube, ich habe alle Informationen, die ich für meine Nachforschungen brauche. Dennoch, dieser Kerl namens Bluto im Wespennest ist ziemlich dubios und sieht nicht so aus, als würde er kooperieren wollen. Am besten kehre ich zurück in die Baker Street. Holmes weiß bestimmt, was als nächstes zu tun ist. Und außerdem bin ich todmüde. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautesheim, Glück allein. So, das war's, Holmes. Ich habe Ihnen bis ins kleinste Detail geschildert, was letzte Nacht vorgefallen ist. Gute Arbeit, Watson. Wir müssten jetzt genug wissen, um einige offene Fragen bezüglich des schrecklichen Mordes in der Hanbury Street zu beantworten. Glauben Sie, dass es reicht, um die Identität des Mörders dieser beiden Frauen zu klären? Nein, ich denke nicht. Außerdem liegt es nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. So wie bei Lederschürze und den Pillen ist es eher unsere Aufgabe, der Polizei zu helfen, indem wir dafür sorgen, dass nicht in die falsche Richtung ermittelt wird. Wir müssen den Behörden den Weg weisen. Fangen wir mit den Punkten an, über die wir die größte Gewissheit haben. Wie Sie gerade sagten, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein und dieselbe Person die Morde in der Bucks Row und in der Hanbury Street begangen hat. Dafür gibt es zahlreiche Hinweise, die wir an dieser Stelle nicht erörtern müssen. Was hatten beide Opfer gemeinsam? Diese beiden Frauen gingen zwar der gleichen Tätigkeit nach, aber... In der Tat, Watson. Beide Frauen waren Prostituierte. Das ist von großer Wichtigkeit, Watson. Ich erinnere mich nur noch schemenhaft an die Untersuchung am Tatort. Haben Sie nicht über die geistige Verfassung des Mörders gesprochen? Ich habe von den Habseligkeiten der Opfer gesprochen, die auf dem Boden lagen, und den fehlenden Ringen an Annie Chapmans Finger. Der Täter ist ein gerissener Mörder, stammt aus eher bescheidenen Verhältnissen und legt bei der Durchführung seiner Verbrechen eine disziplinierte Vorgehensweise an den Tag. Eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen, Holmes. Die Zeugenaussage von Richardson passt nicht zum Todeszeitpunkt, den Gerichtsmediziner Dr. Phillips angegeben hat und der auch mit meiner Vermutung übereinstimmt. 4.30 Uhr morgens. Ah, richtig, der Sache müssen wir auf den Grund gehen, Watson. Versuchen wir, den genauen Todeszeitpunkt zu ermitteln. Dazu müssen wir jede involvierte Person auf einer Zeitachse platzieren. Danach können wir dann auch unseren Täter auf die Zeitachse setzen, symbolisiert durch ein Messer. Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson.
Wir haben die Station um 6 Uhr verlassen und sind 20 Minuten später in der Hanbury Street eingetroffen. Wir sind gegen 6.20 Uhr am Tatort eingetroffen. Berücksichtigt man die Entfernung zwischen beiden Orten, können wir daraus folgern, dass die Leiche nicht nach 6 Uhr entdeckt wurde und daher der Mord vorher begangen worden sein muss. Setzen wir den Zeitpunkt des Todes, wie ihn Dr. Phillips geschätzt hat, auf die Zeitachse. Dr. Phillips und Sie haben den Zeitpunkt des Mordes auf 4.30 Uhr geschätzt. Und jetzt zum wichtigsten Punkt, der Zeugenaussage von Miss Long. Sie gibt an, gesehen zu haben, wie sich unweit von Hanbury Street 29 eine Frau und ein Mann unterhalten haben. Ungefähr um wie viel Uhr, Watson? Gehen wir davon aus, dass Miss Longs Zeugenaussage stimmt. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Sie schätzt ihr Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf ungefähr 5.30 Uhr. Sie gibt an, die Glocke gehört zu haben, die zur halben Stunde geschlagen hat, als sie in die Straße abgebogen ist. Setzen wir nun den Zeitpunkt auf die Zeitachse, an dem Richardson eingetroffen und wieder gegangen ist. Setzen wir nun den Zeitpunkt auf die Zeitachse, an dem Richardson eingetroffen und wieder gegangen ist. Auch wenn ich Dr. Phillips sehr respektiere und unsere Freundschaft zu schätzen weiß, mein lieber Watson, so bin ich dennoch fest davon überzeugt, dass Sie beide falsch liegen. Ich glaube, dass Richardson recht hat und diese beiden protokollierten Zeugenaussagen tatsächlich von Bedeutung sind. Aber warum? Erklären Sie es mir, Holmes. Erinnern Sie sich daran, wie Sie den Todeszeitpunkt ermittelt haben? Sie haben die Finger und den Körper des Opfers berührt, aber für diese Jahreszeit war es ungewöhnlich kalt. Außerdem hat das Opfer viel Blut verloren. Die Körperwärme entsprach daher nicht mehr der einer gewöhnlichen Leiche. Bei Gott, Sie haben recht, Holmes. Ach, ich hatte Zeit, mich darüber schlau zu machen, Watson. Angesichts dieser Tatsachen mag meine Diagnose um eine halbe Stunde abweichen, wenn nicht sogar um eine ganze Stunde. Deswegen können wir Richardsons Aussage bekräftigen und nachweisen, dass der Mord nach 4.50 Uhr begangen wurde und nicht vor 4.30 Uhr. Unser nächster Zeuge ist Albert Kadosh.
Albert Cadoche betritt ungefähr um 5.20 Uhr seinen Garten. Als er wieder zurück ins Haus geht, hört er im Garten von Haus Nummer 29 Stimmen. Setzen wir dieses Symbol, das Mr. Cadoche darstellen soll, auf die Zeitachse. Ungefähr 4 Minuten nachdem Cadoche seinen Garten verlassen hat, betritt er ihn erneut und hört einen Schlag gegen den Holzzaun. Setzen wir dieses Symbol, das Mr. Cadoche darstellen soll, auf die Zeitachse. Cadoche geht vom Garten zurück ins Haus und verlässt es anschließend, um zur Arbeit zu gehen. Als er auf die Uhr der Spitalfields Church schaut, ist es 5.32 Uhr. Ausgezeichnet, Watson. Alle Zeugen sind jetzt an der richtigen Stelle. Ja, Holmes, aber Miss Long behauptet, dass sie das Opfer gegen 5.30 Uhr gesehen hat. Laut Mr. Cadoche muss jedoch bereits um 5.30 Uhr jemand im Garten gewesen sein. Höchstwahrscheinlich der Täter und sein Opfer. Scharfsinnig beobachtet, Watson. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass sich diese zwei Zeugen, Miss Long und Albert Cadoche, auf die Uhrzeit der hiesigen Uhren verlassen haben. Diese Uhren sind häufig ungenau und haben wohl zu der empirischen und in diesem Fall falschen Einschätzung der verstrichenen Zeit geführt. Insofern kann keine der beiden Zeitangaben als zuverlässig erachtet werden. Wollen Sie damit sagen, dass diese beiden Zeugenaussagen miteinander übereinstimmen könnten? In der Tat. Setzen wir Miss Longs Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf 2 Minuten vor 5.30 Uhr. Setzen wir Miss Longs Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf 2 Minuten vor 5.30 Uhr. Mr. Cadoche hat angegeben, um 5.32 Uhr an der Spitalfields Church vorbeigegangen zu sein. Berücksichtigt man die Entfernung zwischen der Kirche und Hanbury Street 27, bedeutet das, dass er um 5.31 Uhr noch zu Hause war. Setzen wir ihn daher auf 5.31 Uhr. Miss Long hat gehört, wie der Mann zu dem Opfer einverstanden gesagt hat, worauf das Opfer mit Ja geantwortet hat. Das lässt darauf schließen, dass es zu einer Übereinkunft kam und die Durchführung unmittelbar bevorstand. Anschließend sind sie in den Garten gegangen, was vermuten lässt, dass Mr. Cadoche um 5.29 Uhr die Stimmen gehört hat. Wir dachten, dass Mr. Cadoche Hanbury Street 27 um 5.31 Uhr verlassen hat, kurz nachdem er einen Schlag gegen den Zaun gehört hat. Folglich sind zwischen dem Moment, als Mr. Cadoche das Haus nach seinem ersten Aufenthalt im Garten betrat und dem Moment, als er in den Garten zurückkam und zur Arbeit ging, 2 Minuten verstrichen. Wie viel Zeit lag seiner Meinung nach dazwischen? 3 bis 4 Minuten. Dank dieser Erkenntnisse können wir endlich den Zeitpunkt von Annie Chapmans Tod bestimmen, Watson. Setzen Sie das Messer auf die exakte Stelle. Nun, wenn man berücksichtigt, dass die hiesige Kirchenuhr ungenau ist und sich der junge Mann mit seinem Kommen und Gehen um 1 oder 2 Minuten verschätzt hat, können wir Miss Longs Aussage bekräftigen und die Tatzeit auf ungefähr 5.30 Uhr setzen. In diesem Fall wäre der Mann, den Miss Long gesehen hat, niemand anderes als... Richtig, Watson, der Whitechapel-Mörder. Wenn man bedenkt, dass Miss Long und Mr. Cadoche nur ein paar Meter von ihm entfernt waren. In der Tat, Watson. Wäre Miss Long nur ein wenig näher am Opfer und ihrem Mörder vorbeigegangen, oder hätte der junge Cadoche aus Neugier seinen Kopf über den Zaun gestreckt, wäre der Mörder höchstwahrscheinlich schon hinter Gittern. Da hatte er aber wirklich Glück.
ganz Ihrer Meinung, Watson. Aber nicht nur Glück war im Spiel, sondern auch Können, wenn man die Einschnitte am Körper dieser armen Frau berücksichtigt. Man darf nicht außer Acht lassen, dass der Mörder wahrscheinlich nur ein einziges, bestimmtes Organ entnehmen wollte. Sein Eingriff zielte auf eine bestimmte Stelle ab, wodurch er überflüssige Einschnitte vermeiden konnte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass dieser Mann zumindest über rudimentäre anatomische Kenntnisse verfügen muss. Meinen Sie, es könnte sich um einen Arzt oder Metzger handeln? Vielleicht. Aber wir wissen zu wenig über den Täter, um mit letzter Sicherheit zu einem Schluss zu kommen. Nun zum Motiv. Trotz meiner mangelnden praktischen Erfahrung auf diesem Gebiet habe ich dennoch eine genaue Vorstellung von den Funktionen der Gebärmutter und der Vagina. Allerdings will mir kein Nutzen in den Sinn kommen, den diese Organe haben könnten, wenn sie aus dem natürlichen Körpergefüge entfernt werden. Was meinen Sie, Watson? Wir brauchen eine Wandtafel, Watson. Vielleicht ist der Täter auf der Suche nach anatomischen Präparaten. Ich halte nicht viel von dieser Theorie. Dem Opfer in der Box Row wurden keine Organe entnommen. Schwarze Magie? Watson, es wäre zu vage, in diese Richtung zu ermitteln. Für ein derartiges Motiv gibt es keinen einzigen Hinweis. Wir können diese Theorie ausschließen. Holmes, was, wenn es Kannibalismus war? Auch wenn die Vorstellung unerträglich ist, können wir dieses Motiv dennoch nicht ausschließen. Das krankhafte Interesse an einer Art Jagdtrophäe. Ich bin geneigt, dieses Motiv auszuschließen. Wäre das der Grund, warum wurden dann in der Box Row keine Organe aus dem Körper des Opfers entnommen? Geld. Ganz einfach. Obwohl dieses Motiv eher unwahrscheinlich zu sein scheint, können wir es nicht ausschließen, solange wir nicht wissen, ob in London Organhandel betrieben wird. Elementar. Die möglichen Motive, warum der Täter dem zweiten Opfer die Gebärmutter entnommen hat, geben eigentlich Grund zur Annahme, dass er die gleiche Vorgehensweise auch beim ersten Mord in der Box Row an den Tag gelegt hat. Dies ist allerdings nicht der Fall. Daraus lässt sich eine schreckliche Schlussfolgerung herleiten. Innerhalb von wenigen Tagen wurde der Täter brutaler. Und wenn das der Fall ist, hat er bereits vor dem ersten Mord zugeschlagen? Und sollte er erneut zuschlagen, welche Grausamkeiten erwarten sein nächstes Opfer? Wir müssen ihn aufhalten, Holmes. Wir werden unser Bestes geben. Dieser Glasbehälter des ausländischen Arztes, in dem sich Formalin befand, könnte uns weiterbringen. Watson, erkundigen Sie sich in medizinischen Kreisen danach, ob es in London einen Schwarzmarkt für menschliche Organe gibt. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber dennoch müssen wir diesem Motiv Beachtung schenken. In Ordnung. Und Sie, Holmes? Ich werde Inspektor Eberlein unsere neuesten Erkenntnisse zukommen lassen. Außerdem werde ich mich als Gasmann verkleiden und Bluto einen Besuch im Wespennest abstatten. Verstanden, Holmes. Ich denke, einer meiner alten Studienfreunde, der im London Hospital arbeitet, kann uns weiterhelfen. Ich werde ihn sofort benachrichtigen und sollte mich hoffentlich im Laufe des Tages mit ihm treffen können. Und wir treffen uns anschließend wieder hier. Ja, Watson. Bis später und viel Glück. Ich muss einen Abstecher ins London Hospital machen, wo mein alter Studienfreund arbeitet.